Herzlich willkommen zurück zum Super Mario Maker 2. Heute spielen wir zwei Level aus dem Discord-Server. Der Discord-Server ist übrigens unten verlinkt, da könnt ihr gerne joinen. Auch da dürft ihr IDs austauschen und Meinungen zu Leveln erfragen. Und die Leute spielen das bestimmt sehr gerne, was ihr da postet. Heute spielen wir zwei Level von Bros Player oder einen Level von Bros Player und einen Level von Loldrop. Wir fangen mit Bros Player an. Der hat ein Rätsel-Level. Extra für mich. Nur für mich gebaut. Quasi. Gucken wir mal. Bros Player. Er hat sich extra eine Switch gekauft mit Mario Maker. Und ich bin der Erste, der spielt. Back and forth. Puzzle with on-off-Switches. Keine hard. Hey. Ich habe alle Level bisher mit harten Leveln angefangen. Let's go! Und wenn ihr so Rauschen hört im Hintergrund, ist das mein Ventilator, der läuft. Es sind zwar keine 30 Grad, trotzdem wohne ich in einer Dachgeschosswohnung und es ist fucking warm. Er hat mir auch Checkpoints reingebaut, hat er gesagt. Was ich sehr appreciate. Mein Kopfhörer ist ein bisschen laut. So. Machen wir das ein bisschen leise. Okay, warte. Ich will mir das erstmal anschauen. Ihr habt bestimmt Dinger. Da, guck mal da. Was ist das? Was ist das? Moment. Was ist dieses? Muss ich dafür klein sein? Ich glaube, ich muss dafür klein sein. Warte. Was ist das? Ich dachte gerade so, okay, den Schalter drücke ich jetzt mit dem Sprung. Und dann kam der Swamp und swampte mich. Der Kirill Swamp. Okay, kommt mich da auch groß rein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Absicht, oder? Dass ich da nur klein rein soll. Ich schaff das auch groß, warte. Easy. So. Wie gemein! Uff! Ich will da jetzt rein. Warte. So. Das Mikro ein bisschen runter machen. Mach schon! Aua! Pilz! Okay, nice. Checkpoint. Okay. Hä? Was passiert hier? Münzen überall. Überall Münzen. Okay. Oh. What? So viele Pilze braucht kein Mensch, aber ist nett. Ich trau den Fall da nicht. Obwohl ich sollte. Wir hatten keine Siegbedingungen, oder? Kommt man irgendwie die Kamera drehen? Nee, ne? Ah, okay. Ah ja, okay. Gut, dass ich es gesehen habe. Da ist nämlich, Kacke. So. Der Pfeil ist ganz schön gemein. Der Pfeil hätte mich jetzt fast in die Irre geführt. Hätte er, ja. So. Oh nein, warum Spinies? Warum alle Spinies der Welt? Okay, was ist hier oben? Belohnung, danke. Oh lol! Oh lol! Nicht da! Hasse dich. Hasse dich. Ist das jetzt nur ein Troll? Ein reiner Bait? Mehr nicht. Okay. Sind wir am Anfang, ne? Okay, warte. Wir nehmen jetzt erstmal hier diese Münze. Ich glaube, das ist der Anfang. Checkpoint. So, warte mal. Wir holen uns die Münze. Diese Ninja-Blöcke! Kein Mensch! Boah, ich habe zu viele Level mit Ninja-Blöcken gespielt. Ich habe zum Beispiel die Level von German Let's Play und Zombie gespielt. Und die beiden lieben Ninja-Blöcke. Also nicht die beiden, eher German Let's Play. Aber... Ah, ich kann Ninja-Blöcke nicht mehr sehen. Kann man da rein? Da kann man rein. Moment, wenn ich den ausmache, dann ist Kacke. Moment. Moment.
Da komme ich aber nicht. Da komme ich nur aus einer Richtung. Da ist aber eine Münze, die ich haben will. Fuck. Die Gier war zu groß. Okay, da kann ich aber lang. Okay. Ah, jetzt bin ich auf der Seite. Uncool. Ich glaube, man soll auch von der Seite kommen, ne? Kann das? Uff. Da ist die Schlüsseltür. Da muss ich am Ende hin. Okay. Jetzt habe ich einen Kack-Checkpoint und muss da... Oh, kann ich hier durch die Röhre? Ich glaube, ich kann durch die Röhre einfach abhauen. Einfach gehen. So, einfach weg. Gibt es hier einen Pilz? Ich meine, hier gibt es überall Pilze. Danke. Ich fühle mich ohne Pilz so nackig. Ich hasse Ninja-Blöcke. Ich wusste, dass er da ist. Habe ihn aber schon wieder vergessen. Zack, zack, zack. Nochmal zurück. Kann ich da auch rein? Nee. Kommt ein neuer Pilz? Ah, danke. Wir gehen jetzt den Weg zurück. Der ist mies. Ah, zurück ist der richtig mies. Da muss ich eigentlich einen skippen. Ich gehe hier lang. Ich weiß nicht, ob er mir mit den Checkpoints gefallen getan hat. Er hat extra vorher nochmal... Das Level ist frisch gepostet. Ihr habt ja gesehen, das hat noch keiner gespielt. Und er selber hat 3 Versuche gebraucht. Er kennt aber auch die Stellen, wo die Sachen liegen. Okay, warte, jetzt muss ich einmal kurz den machen. Den machen. So. Und er hat extra nochmal Bugfixing gemacht oder Checking. So, gucken, ob es noch Bugs gibt, ob man irgendwas überspringen kann oder so wahrscheinlich. Ach, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Egal. Ja, nee, da will ich ja nicht hin. Da komme ich ja her. Okay, warte, drück den Knopf nochmal. Ding, ding. So, jetzt gehen wir da durch. So, jetzt sind wir am Anfang. Da oben war die Tür. Was ist da? Der Easy Cloud. Is it a... Hasse ihn. Was hat der so? Er hat extra für mich Überraschungen eingebaut, hat er auch geschrieben. Extra für mich. Ich fühle mich geehrt. Und das sind diese Überraschungen, glaube ich. Er weiß genau, wie ich sowas mag. Oder sowas. Ich komme da nicht hoch. Das ist so belastend. Okay, holen wir uns den Pilz. Die Balumbas, oder wie die heißen? Sind ja nicht mal das größte Übel hier. Aber wie kriege ich die? Oh, shit. Wo kommt der Aufzug? Und vor allem muss ich mit dem ja auch noch fahren und darüber und... Dieses Level macht betroffen. Pass auf, wir gehen jetzt hier unten lang. Außer hier ist wieder eine Trap. Die ist schon, komm. Überall! Überall kommen die her. Man kann gar nicht genug aufpassen. Holt den Kammerjäger. Ja, wenigstens hat er keine rutschigen Ranken eingebaut. Der blaue, ne? Der blaue musste sein. Ah. Oh. Da hätte auch ein roter hingekonnt. Aber nein, der blaue, der ist schneller. Der muss dahin. Ah. Oh. Ah. Oh. Hass. Okay. Jetzt springe ich in den roten da unten rein. Easy game. So. Da kommt ein Pilz raus. So, warte mal. So, warte mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo ist hier die Trap? Ich suche sie schon fast absichtlich. Ob hier nichts ist. Da ist auch was. Ja, cool. Da ist der Aufzug. Ah, okay. Aber safe komme ich da nur hin mit dem roten Button. Und natürlich hat er das jetzt nicht gesaved. Heißt, ich muss hier nochmal durchfighten. Easy
easy. So. Lilling. Gib mir den Pilz. Danke. So. Problem ist, jetzt bräuchte ich einen Balumba, um das gut zu machen. Machen wir erstmal so. Geh erstmal in diese Röhre. Hey. Okay, haben wir den. Was ist hier rechts? Eins paar Koopas. Okay, und da ist nichts drin anscheinend. Okay. Zack. Dann ist der schon mal weg und gibt mir die mehr auf die Eier. Okay, die roten Dinger sind da. Die können wir aber wegmachen. Und zwar so. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Wenn man den Pilz kann, aber auch hier rein. Wo bin ich nun? Ah, ich weiß wo. Okay, warte mal. Die rot... Nee, doch, rot muss gedrückt sein, dann komme ich safe zum Aufzug. Oh. Ich habe ihm kurz nicht vertraut. Ich bin ehrlich. Problem ist, rot muss gedrückt sein. Dann komme ich da aber auch nicht raus. Warum sind die Ranken so, dass man die so gut klettern kann? Einfach nur so, glaube ich, vor so Lulz. Okay. Kriege ich den mit rüber? Ich glaube fast, dass ich den brauche. Nein, bitte lass das. Ah, früher konnte man... Warte mal. Geht mit denen jetzt nicht. Haha! Outplayed! Eat this! Könnt mir gar nichts. Warte. Machen wir die fertig? Spinjump vielleicht drüber? Das übe ich jetzt mal. Ah! Guck da rechts! Das ist auch ein Gang. Hab ich gleich gesehen. Ich glaube, das ist der offizielle Weg. Jetzt sollte ich den gehen. Nur so eine Vermutung. Aber da kann ich ja nicht, weil ich bin ja weg. Wenn, warte, man muss den Knopf drücken. Warte, ich muss den Knopf drücken und dann nochmal da lang. Uff. Und das groß. Pass auf. Aber. Jetzt komme ich da nicht mehr lang. Ich wäre gerne jetzt hier lang gegangen. Und hätte den Balumba geholt und alles Beinies hier weggemacht. Aber das ist nicht möglich. So, dann gehen wir hier lang. Ich suche immer einen Weg, alles kaputt zu machen. Ihr wisst das. So. Warum ist hier ein Bullet Bill? Der ist doch nur zum Abfacken, oder? So. Chiki ist ja super schnell. Okay. Okay, 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 okay. Eine noch. Ich weiß nur nicht mehr, wo sie ist. Es war die Rede von drei Checkpoints. Habe ich schon alle drei aktiviert? Ein Checkpoint hat er reingepackt, sehe ich gerade. Ich habe den Text nochmal gelesen. Wo muss ich jetzt noch hin? Da ist noch ein Checkpoint. Okay, ich habe die Münzen alle safe. Das ist viel wert. Moment, die da oben habe ich, ne?
nochmal zurück. Über der Blume habe ich, oder? Nein, das ist die. Okay. Oh, da gibt's eine Blume. The fuck? Okay. Easy. So, warte, jetzt müssen wir hier wieder hin. Da war nämlich der Gang zu... Nee, rechts auch, ne? Welcher Weg war jetzt nochmal zu der... Mag sowas nicht. Oh, nein. Oh, fast wäre ich jetzt hier runtergefallen. Ich bin so triumphierend gerade. Warte mal, ich gehe... Geh wieder hier rein. Das ist der einzige Weg, den ich habe. Ich bin so verwirrt, Mann. So. Ding dong. Hier muss ich hin. So. Da oben muss ich hin. Außer er hat noch einen Raum, der genauso aussieht und da ist nicht die Tür. Das wäre gemein. Heppa. Okay, es ist noch nicht zu Ende. Oh, es ist doch zu Ende. Gutes Level, Dennis. Dafür, dass das eins deiner ersten ist. Crazy. Ist gut geworden. Ich hoffe, du baust noch mehr Level. Erster! Viel zu lang. Ah, Chris, ein Toll von mir. Sehr nice. Gutes Level, Dennis. 15 Versuche. Oder waren es schon 15 Leute? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hab ich Weltrekord. Und wir gehen jetzt zu Loldrops Level rüber. Gehe ich mal die ID ein. So, musst du kurz im Discord hochscrollen. Wenn ihr im Discord seid und ein Level postet, macht das gerne mit dem Hashtag ID davor. Dann kann man zur Not, weil die Leute schreiben da auch normal Sachen drin. Ne? Wenn man dann Bock auf Level hat, muss man nur Hashtag ID suchen im Discord und findet dann Level. Und das ist eigentlich sehr praktisch. So, wir haben Sometimes it hurts very hard. A little bit fast and a little bit slow sometimes. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Okay, es ist im SMB U-Stil. Der Hintergrund ist schön. Ich sehe schon, die Leute lieben die On-Off-Switches. Das ist richtig krass. Sowohl Neueinsteiger als auch Leute, die den ersten Teil gespielt haben. Okay, darüber. Was, diese Sinkpilze? Nein, sind's nicht. Kann ich dir trauen, Noldrop? Ich weiß nicht. Ich glaube, das sollte ich noch nicht getriggert haben. Habe ich aber. Ist das ein Trap überall, durch und durch? Nein, okay. Die Yoshis klonen sich. Nein, ich hätte nicht springen... Achso, hier ist eine Lücke. Gut aufgepasst. In die Röhre hätte man reingekonnt, oder? Egal, ich gehe jetzt erst hier lang. Ah, nee, hätte man nicht. Oder doch? Ich meine, da komme ich hoch, aber ohne Yoshi halt. Genau wie hier. Was habt ihr denn alle mit Ninja-Blöcken? Ihr seid alle grausam. Ihr seid alle grausam. Alle. Checkpoint. Aber der Checkpoint ist nett. Netter Checkpoint. Oh, no. Gemeiner, hättest du den nicht setzen können?
Uff! Uff! Oh, lol. Okay. Bin King, Alter. Könnt mir nix. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist gemein. Was ist rechts? Was ist, wenn ich rechts angehe? Meine Nase juckt. Ist mir auch aufgefallen beim Schneiden. Ich kratze mir auf die Nase, aber das ist tatsächlich, wenn ich aufnehme, hängt dir dann Haar im Gesicht und dann juckt das und ach. Und alle im Kopf, wasch dich doch. Bin gewaschen. Scheiße, okay. Oh, no. Gott. So. Das ist aber auch mies, ne? Wieso hat das denn beim ersten Mal... Ich glaube, da war ich langsamer, ne? Deswegen. Ich bin einfach too fast gerade. Fuck. Fuck. Da war die Wand eingeschmiert mit Seife. Ich stehe ja auf sowas, ne? Ich habe ja auch Celeste gern gespielt. Sowas erinnert mich an Celeste tatsächlich. Auch wenn Celeste eine komplett andere Sprungmechanik hat als Mario, aber es, ich mag sowas. Warum, wenn es schnell werden muss? Okay. Das ist übrigens der slowe Part, glaube ich, in dem Level. Weil manchmal, er hat ja geschrieben, manchmal ist es schnell, manchmal ist es langsam. Ich glaube, das soll den... Uff. Da war ich viel zu langsam. Das soll dann den langsamen Part heißen. Und das hier ist der schnelle hier so zum Beispiel. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ach komm. Wo ist mein Skill? Uff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einmal verkacken ist vorbei, ne? Also... Oh, ich bin viel zu schnell. Sonic, Alter. Das geht ab. Viel zu schnell. Okay, ich darf nicht springen. Hab ich nicht. Ich übersteuer. Kacke. So. Ich mach's wieder. Okay. Erstmal wieder. Ach komm. Wieso passiert mir das gerade ständig? Hoch. Hoch. Wieso rutsche ich in der einen Wand immer ab? Was soll denn das? Geht doch. Das Stressigste ist ja nicht mal das Zeug da unten. Das Stressigste ist, Alter, der kommt, den trigger ich viel zu früh irgendwie. Irgendwie trigger ich den, glaube ich, zu früh. So, wollen wir schon triggern? Oh, scheiße. Ja, habe ich getriggert, aber ihr habt mich damit umgebracht. Meine Cam ist vollgelaufen. Seit ein paar Minuten. Es kann sein, dass ihr eine Zeit lang keine Cam drin hattet. Das ist das Problem, weil ich habe die gerade am Streaming-Rechner, habe ich ja schon mal erklärt. Und umstöpseln ist nicht. Jedes Mal. Dann hättet ihr gar keine Cam. Deswegen nehme ich auf SD-Karte auf. Und diese Kamera kann nur 20 Minuten Filmmaterial aufnehmen. Und nicht mal, weil sie überhitzt oder so. Okay, einfach hier hoch. Der andere ist einfach nur ein schwererer Weg. Okay, ich habe den leichten Weg genommen. Checkpoint, danke. Oh, Nintendo 64. Okay. Das Scrolling. Mistkerl. Hör auf.
Immer diese Jumpscares. Was passiert jetzt? Oh, da hätte ich noch einen erwartet. Oh. Hate. Okay. Oh, nö. Oh, nö. Ach, fuck. In dem Mario kann man nicht auf Segen springen. Ich dachte, das wäre wie Super Mario World. Da kann man auf Segen springen. Ach, scheiße. Egal, ich brauch den nicht. Ich brauch den Notenblock nicht. Ich mal ohne. Jetzt erwischt er mich, der Swamp? Okay. Wenn man weiß, dass er da ist, er kann einen eigentlich nicht erwischen. Und wenn man hier schnell genug ist, geht das auch mit den Munchern. Okay. Da ist bestimmt noch ein Secret irgendwo versteckt. So. Okay. Mhm. Oh! Nicht mit mir. Gutes Level. Ich mag so Sprungpassagen, so Skilljump-Sachen. Gutes Level. Weltrekord werde ich nicht schaffen bei dem Level. Das kann ich jetzt schon sagen. Es ist aber ein gutes Level. Gut, 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 gut. Gut gemacht, ihr zwei. Vielen Dank fürs Level schicken oder schreiben im Discord. Wie gesagt, kommt auch in den Discord, wenn ihr über Mario Maker schreiben wollt und euch unterhalten wollt und IDs austauschen wollt. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr nicht auf dem Discord wollt oder keine Ahnung, wie ihr wollt. Macht's halt. Hauptsache, ihr schreibt mir irgendwie eure Level, damit ich sie nehmen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.